lohnt es sich noch, Vitamin K2 zu nehmen? Neue Studie deckt auf. Oftmals wird Vitamin K2 nur in Verbindung gebracht mit einer Vitamin D-Einnahme und auch nur, wenn sehr viel Vitamin D3 aufgenommen wird. Sonst sagt man, benötigt man es nicht. Das sehe ich nicht so. Ich möchte euch zeigen, wieso ich Vitamin K2 einnehme, aus der neuesten Studienlage begründet und was man von Vitamin K2 erwarten kann und was eben noch nicht. Kurz zu der Wirkung von Vitamin K2. Was macht es im Körper? Bevor wir starten, lasst noch schnell einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Themenwünsche in die Kommentare. Ich lese übrigens jeden Kommentar und los geht's. Vitamin K2 ist nicht zu verwechseln mit Vitamin K1. Diese unterscheiden sich komplett in ihrer Wirkung. Vitamin K1 ist primär in der Leber lokalisiert und Vitamin K2 verteilt sich im gesamten Körper. Vitamin K1 ist für die Blutgerinnung zuständig, daher auch der Name K für Coagulation, Koagulation, nach einem deutschen Wort benannt. Mann, bin ich stolz. Vitamin K1 nehmen wir primär über grünes Gemüse oder Blattgemüse auf. Also die meisten Leute nicht so viel. Vitamin K2 leistet eher einen Beitrag zur Knochen- und Zahngesundheit wie möglicherweise Entkalkung der Arterien bzw. des Bindegewebes. Dieses nehmen wir aber nicht wirklich suffizient auf, da es in fermentierten lebendigen Lebensmitteln vermehrt vorkommt. So wie in der Leber von Weidetieren. Diese isst man in der Regel eher wenig, aber auch in Eigelb. Wovon aber viele Angst haben, wegen ihrem Cholesterinwert. Diese dann täglich zu essen, unabhängig, was die Datenlage dazu sagt. Also Vitamin K2 ist ein Kofaktor des Hormons Osteokalzin. Was soll uns das sagen? Der Knochen besteht nahezu vollkommen aus Hydroxylapatit. Das ist eine Calciumverbindung, die hydroxyliert ist und an Phosphat gebunden ist. Daher kann man sagen, Calcium ist wichtig für die Knochen und das stimmt auch, denn daraus besteht er bzw. das Hydroxylapatit. Doch wie kommt das Calcium in die Knochen? Dieser Prozess ist viel aufwendiger als gedacht. Die Osteoblasten, das sind Knochenzellen, sezernieren ein Hormon, aber nur in der Anwesenheit des Hormons Vitamin D3, auch Calcitriol genannt. Das besagte Hormon heißt Osteokalzin. Der Name ist sehr eindeutig und einfach zu merken, denn Osteo steht für Knochen. Das kennen wir, denn Osteopathen oder Osteoporose, diese Wörter sind bekannt. Und Calcin steht für Calcium, also übersetzt Knochenkalzium. Und genau das macht dieses Osteokalzin-Hormon. Calcium in die Knochen bringen. Wichtig nochmal, es wird vermehrt gebildet durch Vitamin D3 in den Osteoblasten, das sind die Knochenzellen. Es gibt zwei Zustandsformen von dem Hormon Osteokalzin. Einmal, wo es karboxyliert ist und nicht karboxyliert. Einfacher. Aktiv und inaktiv. Vitamin K2 aktiviert dieses Osteokalzin, welches das Calcium in die Knochen bringt. Dadurch bindet es an Calcium und baut das Calcium in das Hydroxylapatit ein, woraus der Knochen besteht, und stärkt ihn durch das Addieren von Calcium. Zusammenfassung. Vitamin D3 und Vitamin K2 führen dazu, dass Calcium aus dem Blut in die Knochen aufgenommen wird und diese stärken. Ich möchte aber eins noch betonen, das nicht aktive Osteokalzin, welches durch Vitamin D-Anwesenheit gebildet wird und erst durch Vitamin K2 aktiviert wird, hat auch im nicht aktiven Zustand gute Eigenschaften für unseren Körper. Da ist Vitamin D3 so wichtig. Dazu gehören die Stimulation von Testosteron in den Leydigzellen, also in den Hoden. Stimulation von Adiponektin, das ist ein Hormon in den Fettzellen, welches die Fettverbrennung anregt. Und es erhöht die Aktivität der Bauchspeicheldrüse. Das klingt doch gut. Nehmt ihr Vitamin D3? Wenn ja, wie viele internationale Einheiten? Und ganz wichtig, achtet darauf, dass es unabhängig laborgeprüft und getestet ist. Und dieses hochgeladen ist, dieses Zertifikat. Denn vor kurzem wurden zwei mit Nierenversagen eingeliefert. Da einige Vitamin-D-Präparate nicht unabhängig laborgeprüft sind und zu viel oder zu wenig Vitamin D3 beinhalten, was im schlimmsten Fall mit dem Leben bezahlt werden kann. Ich verlinke euch gerne mal meins, es ist aus Flechten mit K2 zusammen. Da, wenn es nicht deklariert ist, wird dieses nicht deklarierte Vitamin D3
aus dem Sekret der Talgdrüse von Schafen gewonnen, was ich zutiefst abstoßend finde und oft mit Tierquälerei verbunden ist. Gibt es viele Videos dazu im Netz, könnt ihr jetzt gerne umsteigen und kein Schaf-Talgdrüsensekret mehr schlürfen. Nun müssen wir diese biologischen Prozesse quantifizieren und verifizieren in renommierten Studien, am besten Meta-Analysen oder welche im Goldstandard-Format, also auch randomisiert. Hierbei geht es um Frauen in den Wechseljahren und dessen Verhalten bei Vitamin K2 bezogen auf die Osteoporose. Diese Gruppe passt sehr gut, da sie oft Anfälligkeiten zeigt und Vitamin K2 dort zeigen kann, was es wirklich kann und was innen steckt. Das Gute hier, es handelt sich um eine Meta-Analyse aus 16 randomisierten Studien und das Ganze aus dem Jahre 2020 August, also wirklich super aktuell. Man sieht hier, dass die Knochendichte im Lendenwirbelbereich signifikant zunahm im Vergleich zur Placebo-Gruppe, die kein Vitamin K2 bekam. Auch nahmen Frakturen signifikant ab in der Vitamin K2-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe, die kein Vitamin K2 bekommen hat. Und zu guter Letzt senkte Vitamin K2 statistisch signifikant das nicht karboxylierte, also nicht aktivierte Osteokalzin, welches aber wichtig war, damit Calcium aus dem Blut in die Knochen eingebaut werden kann. Die Konklusion der Wissenschaftler lautet: Die Ergebnisse dieser Meta-Analysen scheinen darauf hinzuweisen, dass eine Vitamin K2-Supplementierung eine positive Wirkung auf die Erhaltung und Verbesserung der Knochendichte der Lendenwirbelsäule bei postmenopausalen Frauen hat und auch die Frakturinzidenz verringern kann, wie den nicht karboxylierten Osteokalzin-Serumspiegel verringern kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vitamin K2 indirekt die Knochenmineralisierung fördert und die Knochenfestigkeit erhöhen kann. Dem Fakt geschuldet, dass wenn Vitamin K2, wichtig MK7, in ausreichender Menge zugeführt wird, die Knochendichte bei bestimmten Personengruppen signifikant zunimmt, muss mit der Tatsache einhergehen, dass Calcium in die Knochen gelangt. Das wiederum ist der Tatsache geschuldet, dass Calcium aus dem Blut abgezogen wird und in die Knochen transferiert wird. Wieso wir keine große Menge Calcium im Blut haben möchten, liegt daran, dass es zu Kalzifizierung der Gefäße kommen kann. Zu Verkalkungen kommt es aber nur, wenn bereits Plaques vorhanden sind und atherosklerotische Verhaltensmuster der Arterie zu erkennen sind, so Studien von Dr. Nadja Bazabashi von der Cleveland Clinic sind wir hier. Bezogen auf diesen Sachverhalt gibt es eine interessante Studie, die das Blutauswurfsvolumen des Herzens um 12% steigern konnte, was wirklich unfassbar viel ist. Das Ganze war ebenfalls eine randomisierte Studie, daher kann man nicht per se sagen, dass K2 die Verkalkung verhindert, da dafür schon Plaques vorhanden sein müssen. Was man aber sagen kann, ist, dass die Wirkung auf das Herz von Vitamin K2 hier statistisch signifikant messbar waren. Das liegt daran, dass Vitamin K2 eine Rolle spielt in den Kraftwerken unserer Zelle, den Mitochondrien. Genauer, bei der Herstellung des Energieträgers bei uns im Körper ATP, Adenosintriphosphat. Und das konnte auch in einer Studie gezeigt werden im März 2022, was ich bahnbrechend finde. Man sieht hier, dass Vitamin K2 MK7 die Sauerstoffradikalkonzentration senkte, sowie die Energie im Körper in Form von ATP signifikant erhöhte. Ich wiederhole, Vitamin K2, MK7. Hier sieht man, wie K2 die Radikale senkt und Warfarin, ein Arzneistoff, der die Blutgerinnung herabsetzt, mehr Radikale entstehen lässt. Das sieht man hier, dass Vitamin K2 die ATP-Konzentration erhöht, was aber auch Warfarin macht. ATP ist der universelle Energieträger bei uns im Körper. Nur K2 lässt dabei eben keine Radikale entstehen. Das deckt sich mit der vorherigen Studie und so kommt die 12% mehr Herzleistung zustande. In Anbetracht der Tatsache, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit wie auch in Deutschland Platz 1 belegen, sogar mehr als Platz 2 und 3 zusammen als Krebs- und Atemwegserkrankungen, spielt die Herzleistung eine primäre Rolle. Ja, aber sowas von nehme ich Vitamin K2 ein, wenn ich dadurch oxidativen Stress am Herzen senken kann und meine Herzleistung gegebenenfalls steigern kann. Was für eine Frage. Zumal, weil es in den Tröpfchen schon drin ist, die ich ja sowieso konsumiere, oder im liposomalen Produkt,
Ich verlinke euch gerne mal meine beiden Produkte, kann ich wirklich empfehlen, mit höchstmöglicher Bioverfügbarkeit, die wissenschaftlich gerade erreicht werden kann und natürlich auch laborgeprüft. Bezogen auf die Arterien folgen erst noch Publikationen. Es gibt eine gute randomisierte Studie, aber mit Nierenerkrankten, wo die Gabe von K2 und T3 eben zu weniger Kalzifizierungen führte. Um aber abschließend darüber zu urteilen, ob es auch die Arterien reinigt, warte ich noch auf Abschluss dieser großen Studie, wie dieser hier, über viele Jahre. Denn die Effekte erstrecken sich oft in einem längeren Zeitraum. Und auf diese doppelblind randomisierte Studie, bis sie abgeschlossen ist. Dann werde ich euch erneut berichten, was rauskam. Also dranbleiben. Zusammenfassend, K2 macht für mich mehr als Sinn, da ich Osteoporose vorbeugen möchte und K2 scheint momentan mit Vitamin D3 zusammen das beste Nahrungsergänzungsmittel zu sein in diesem Bereich Knochengesundheit. Gleichzeitig tue ich alles, um der Todesursache Nummer 1 weltweit vorzubeugen und da K2 oxidativen Stress in der Studie am Herzen senkte, sowie die Herzleistung um 12% steigerte in dieser, macht es für mich persönlich keinen großen Mehraufwand, K2 zu nehmen, da es in dem Produkt, die ich nutze, sowieso schon mit drin ist und nicht viel mehr kostet. Die Mehrkosten sind marginal und der prozentuale Nutzen für mich einfach größer persönlich. Wie sieht's bei dir aus? Nimmst du Vitamin D3 und K2? Wie gesagt, alles unten verlinkt. Schaut sehr gerne mal in die Videobeschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.